Okay, es geht weiter. Und mir ist gerade eben erst aufgefallen, dass eben bei dem zweiten Video von heute, dass da mein Bildschirmausschnitt verrutscht war. Ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen, dass da so ein komischer, verkleinerter Bildschirmausschnitt nur zu sehen war. Ich nehme es jetzt nicht nochmal neu auf, denn ja, der für Sie relevante Bildschirmabschnitt war ja auf jeden Fall zu sehen. Aber vielleicht war das auch gar nicht so schlecht, dass das passiert ist, denn mir ist aufgefallen, dass ja, wenn mein Aufnahmeprogramm eben diese Referentenansicht aufnimmt, dass da der Mauszeiger zu sehen ist. Und ja, eigentlich ist es für Sie netter, denke ich, wenn Sie das sehen können. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen angepasst, sodass Sie den entsprechenden Bildschirmausschnitt sehen. Genau, dass Sie eben das hier sehen können, meine Mausbewegungen. Denn mir ist aufgefallen, ich mache das relativ oft, dass ich auf meiner Notizenseite irgendwo mit dem Mauszeiger irgendwie drüber hänge, wenn ich etwas erkläre. Und das können Sie, ja, das haben Sie bis jetzt nicht sehen können. Und ja, jetzt können Sie es besser sehen, ne? Jetzt sehen Sie alles, während ich es schreibe. Und wir probieren mal aus, ob das besser geht. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht besser gehen sollte. Wie angekündigt, geht es jetzt weiter mit empirischer Evidenz. Und wie auch angekündigt, mache ich heute nicht den kompletten Teil der empirischen Evidenz, weil meine Stimme schon fast weg ist. Trotz der heißen Getränke. So, wie immer, ein Wort zur Literatur. Ja, wir haben hier einmal einen Überblicksartikel. Comparative versus Contributory Negligence, Empirical Comparisons. Und dann wiederum die einzelnen Artikel, um die es da geht. Ne? Also hier, geht es um Autounfälle, hier geht es um betrunken Autofahren und hier geht es um die Entwicklung von Comparative Negligence seit 1974. Gleich zur Literatur kommen wir gleich nochmal. Okay. Erstens geht es um die USA. Bei diesem ganzen Studien geht es um die USA. Warum ist das so? Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht schon mal gesagt habe, aber die USA sind genauso wie Deutschland föderal organisiert, wobei dieses föderale Element aber in den USA stärker ausgeprägt ist, sodass wir zwischen den Bundesstaaten relativ große Unterschiede feststellen können in Bezug auf Gesetze. In Deutschland haben wir relativ wenig Unterschiede, rechtliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Ja? Also klar, Bildung und Soziales sind Ländersache, aber die meisten rechtlichen Aspekte, die uns aus ökonomischer Sicht jetzt in dieser Vorlesung interessieren, die sind in allen Bundesländern in Deutschland gleich. Deswegen kann man da schlecht Bundesländer vergleichende Studien machen, in den USA aber schon. So, und in den USA kann man jetzt sehen, gab es einen Trend zwischen 1969 und 84 haben 38 der amerikanischen Bundesländer gewechselt von der Contributory Negligence zur Comparative Negligence. Okay? Und einfach nur, damit Sie ein Gefühl dafür haben, die Comparative Negligence-Regel ist zurzeit gültig in England, in Frankreich, in Deutschland und in Russland. Okay? Was war nochmal der Unterschied? Haben wir gerade besprochen. Ne? Die einfache Verschuldungshaftung bedeutet, der Schädiger haftet, wenn er fahrlässig ist. Contributory Negligence, also Verschuldenshaftung mit Mitverschulden, war, dass der Schädiger nur haftet, wenn er fahrlässig war und der Geschädigte sorgfältig. Und dann hatten wir schließlich noch die Comparative Negligence. Das war Anspruch mindestens Mitverschulden und das war die Regel, dass
beide anteilsmäßig haften, wenn beide fahrlässig sind. Und wir erinnern uns an die theoretischen Ergebnisse, dass beide Arten der Verschuldenshaftung oder alle Arten der Verschuldenshaftung führen zu einem effizienten Verhalten, sowohl von Schädiger als auch Geschädigten. Sollten also im Endeffekt für das Handeln, für das beobachtete Handeln äquivalent sein. Aber nun wurde für die USA festgestellt, dass selbst unter der Contributory Negligence die geschworenen Entscheidungen oft so ausgestalten, dass der Schaden zwischen den Parteien aufgeteilt wird. Okay? Wie könnte so eine Entscheidung aussehen? Naja, zum Beispiel könnten die Geschworenen entscheiden, dass der Schädiger fahrlässig war, den Schadenersatz aber niedriger ansetzten, als der Schaden beim Geschädigten war. Damit hätten wir eine implizite Schadensaufteilung. In dieser Variante würden die Geschworenen also das optimale Sorgfaltsniveau systematisch höher als optimal ansetzen, weil sie ja den Schädiger als fahrlässig einstufen müssen, um die Schäden aufzuteilen. Also Geschworenen haben eine Tendenz dazu, die Haftung aufteilen zu wollen, in irgendeiner Weise gerecht und nicht extrem. So, und hier nochmal ein Wort zur Literatur, worum es hier geht. Es ist quasi eine Reihe von Studien, wo die Bundesländer mit Comparative Negligence verglichen werden mit den anderen Haftungsregeln. Und das hier ist vorab eine Übersicht der Ergebnisse, dass die US-Bundesstaaten, in denen Comparative Negligence gültig ist, gekennzeichnet sind durch einerseits mehr Inzidenz, eine höhere Inzidenz von Komasaufen, ein höheres Niveau an Kfz-Versicherungsprämien, aber nicht durch eine höhere Rate an tödlichen Autounfällen. Okay. Das sind kurz die Ergebnisse und wir steigen jetzt mal in die Studien ein. In einer Studie von Sloan, Riley und Chancellor von 95 wird mit Umfragedaten untersucht, ob Individuen überhaupt ob Individuen Alkohol trinken, ob sie sich besaufen und ob sie nach dem Trinken oder Besaufen noch Auto fahren. Okay? In dieser Umfrage, dem sogenannten Behavioral Risk Factor Survey, sind Individuen aus fast allen US-amerikanischen Bundesländern drin. Die Umfrage wird telefonisch von den jeweiligen Gesundheitsministerien der Länder durchgeführt und umfasst neben den üblichen demografischen Angaben auch Fragen zu Lifestyle und unter anderem den Alkoholkonsum. Hierbei gibt es Fragen dazu, ob der Befragte während des letzten Monats überhaupt Alkohol zu sich genommen hat. Das wäre in dieser Übersicht hier diese Frage, Drink Yes No. Zur durchschnittlichen Anzahl der konsumierten alkoholischen Getränke pro Monat und Fragen dazu, wie oft der Befragte während des letzten Monats 5 oder mehr alkoholische Getränke während einer Gelegenheit zu sich genommen hat, und letzteres wird dann als quasi Besäufnis definiert, oder auf Englisch Drinking Binge. genau. Und die jeweils im Bundesland geltende Haftungsregel wird über Dummy-Variablen erfasst, klar, das haben wir schon kennengelernt. Als weitere Kontrollvariablen werden aufgenommen, zum Beispiel eine weitere Haftungsregel, nämlich eine Haftung für den Verkäufer von Alkohol, wenn ihre Kunden Schäden verursachen. Das ist die sogenannte Dram Shop Liability. Dann gibt es noch Angaben darüber, was die Mindeststrafe für Trunkenheit am Steuer ist, Mindestgefängnisaufenthalt oder Mindestzeit ohne Führerschein für erste Trunkenheit am Steuer, Mindestalter für Alkoholkonsum, die Alkoholsteuer, die Polizeidichte und ob es eine Kfz-Versicherungspflicht gibt. Das sind alles
quasi Rahmenbedingungen auf Bundeslandebene, die einen Einfluss darauf haben könnten, ob jemand betrunken Auto fährt oder nicht. Okay, jetzt ist irgendwas durcheinander mit meinen Notizen gekommen. Okay, bevor wir jetzt auf die Ergebnisse eingehen, gehen wir jetzt endlich mal auf diese Grafik ein. Diese Grafik hier gibt einfach nur ein Gefühl dafür. Ein Gefühl für die Stichprobe, die in der Analyse verwendet wird. Und zwar wurde aus den Gesamtdaten eine zufällige Stichprobe so gezogen, dass die Hälfte der Befragten überhaupt Alkohol konsumierten und die andere Hälfte nicht. Das ist eine statistische Methode, deswegen haben wir hier dieses 50 zu 50. Diese Aufteilung ist nicht wirklich so, sondern generiert. Von denen, die Alkohol konsumierten, haben 28% angegeben, dass sie mindestens einmal im Monat quasi einen erhöhten Konsum hatten, einen sogenannten Drinking Binge. Und von diesen 28% haben wiederum 19% angegeben, dass sie danach sogar noch Auto gefahren sind. Ne? Und von den anderen 72%, also die, die keinmal im Monat einen Drinking Binge hatten, haben auch 99% gesagt, dass sie nachdem sie was getrunken haben, nicht noch Auto gefahren sind. Okay. Einfach ein Gefühl für die Stichprobe. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Wir haben hier wieder separate Schätzungen. Jetzt aber nicht zum Ausprobieren, sondern um verschiedene abhängige Variablen zu haben. In der ersten Spalte haben wir als abhängige Variable die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Alkohol zu trinken. Ne? Probability of Drink. In der zweiten Spalte haben wir die Wahrscheinlichkeit, ein Besäufnis gehabt zu haben in einem Monat. Also Probability of Binge. Dann haben wir hier als abhängige Variable die Anzahl der Besäufnisse im Monat. Und zwar mit zwei verschiedenen Schätzmethoden. Das ist jetzt nicht so relevant für Sie. Vor allem, weil quasi das Gleiche rauskommt. Und dann als abhängige Variable den Anteil, den Prozentsatz, also von den Malen, wo jemand sich besoffen hat, wie oft derjenige dann relativ auch Auto gefahren ist. Das klang jetzt sehr kompliziert, aber ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich meine. Ne? Also die relative Häufigkeit der Male, die jemand total betrunken Auto gefahren ist. Ne? Auch hier zwei verschiedene Spezifikationen, aber das ist nicht so wichtig. Was sehen wir denn hier an Ergebnissen? Erstmal Erklärung. Wir haben hier immer drei Werte aufgeführt. Die aufgeführten Zahlen sind die geschätzten Koeffizienten. Darunter in runden Klammern haben wir den Standardfehler und darunter in eckigen Klammern, wenn vorhanden, einen marginalen Effekt. Weil bei bestimmten Schätzmethoden, hier jetzt Probit, ist der geschätzte Koeffizient niemals
Der marginale Effekt, den muss man immer separat berechnen. Und deswegen wurde der hier separat ausgewiesen, was sauber ist. Vielleicht merken Sie schon, die Tabelle sieht so ein bisschen zusammengeschnitten aus. Das liegt daran, dass die eigentlichen Tabellen aus dem Artikel viel länger sind, also weil da viel mehr Kontrollvariablen drin sind. Im Artikel selber nehmen Sie 3 Seiten ein. Und deshalb habe ich hier mal eine Auswahl von interessanten Variablen rausgeschnitten. Also an diesen Stellen hier habe ich einfach was weggeschnitten, damit wir hier nur die interessantesten betrachten. So. Zunächst einmal, was sehen wir denn hier an den Ergebnissen? Wir sehen, dass männliche Befragte eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, überhaupt Alkohol zu trinken. Das ist hier. Und zwar signifikant. Auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich zu besaufen. Eine höhere Anzahl, eine signifikant höhere Anzahl der Besäufnisse. Und auch eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, total besoffen Auto zu fahren. Okay, total besoffen ist natürlich kein sehr wissenschaftlicher Ausdruck. Besonders gegeben die Tatsache, dass ja, je nach physiologischen Eigenschaften des Körpers sind manche Leute noch relativ nüchtern nach 5 alkoholischen Getränken und manche Leute eben nicht. Aber in so einer quantitativen Studie muss man irgendwie eine einheitliche Definition finden dafür, was ein Drinking Binge ist. Ja, und für meine Verhältnisse ja, wären 5 Getränke auf jeden Fall genug, um nicht mehr sehr gut Auto fahren zu können. Okay, das heißt, männliche Befragte schneiden durchweg quasi schlecht ab, was den Alkoholkonsum und das Autofahren angeht. Dann für Alleinstehende gilt das Gleiche. Also Alleinstehende haben eine höhere Wahrscheinlichkeit zu trinken, eine höhere Wahrscheinlichkeit viel zu trinken, eine höhere Anzahl an Inzidenzen, wo sie viel getrunken haben und eine höhere Wahrscheinlichkeit auch nach 5 Getränken noch Auto zu fahren. Haben wir als dritte interessante Variable hier noch aufgeführt einen Zeittrend. Das ist die Variable Time. Diese Variable, da steht einfach nur die Jahreszahl drin, der Befragung. Und das hier, was Negatives rauskommt, das bedeutet, dass eben die Wahrscheinlichkeit des Trinkens über die Zeit hinweg geringer geworden ist. Ne? Denn diese Befragung ist ja über mehrere Jahre hinweg gemacht worden. Das heißt, von 84 bis 90 ist anscheinend, wenn das tatsächlich jedes Mal repräsentative Studien waren, ist in diesem Zeitraum die Wahrscheinlichkeit geringer geworden, dass Leute überhaupt trinken. Wobei wir hier keine Signifikanz feststellen, was die Wahrscheinlichkeit angeht, viel auf einmal zu trinken. Aber die Anzahl der Inzidenzen ist zurückgegangen, dass Leute viel auf einmal trinken und am wichtigsten ist die Wahrscheinlichkeit zurückgegangen, dass Leute nach 5 Getränken Auto fahren. Okay? Und zwar auch signifikant. So. Was haben wir noch für Variablen? Dann haben wir hier die Variable Minimum Drinking Age, also das Mindestalter für Alkoholkonsum in einem Bundesstaat. Das ist natürlich durchweg mit einem negativen Effekt verbunden. Also je höher das Mindestalter für Alkoholkonsum ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit,
überhaupt was zu trinken im Monat. Geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, viel auf einmal zu trinken. Geringer ist auch die Anzahl der Besäufnisse und geringer auch die Wahrscheinlichkeit, nach 5 Getränken eben auch noch Auto zu fahren. Jetzt zu den Haftungsregeln. Hier müssen wir beachten, dass die Ergebnisse immer relativ zur Contributory Negligence interpretiert werden müssen. Haben wir erstmal einen Dummy für die sogenannte No-Fault-Regel. Hier also keine Haftung. was sehen wir hier? Also die Inzidenz von Besäufnissen ist nicht signifikant unterschiedlich zwischen Ländern mit keiner Haftung und Contributory Negligence. Die Häufigkeit der Besäufnisse ist höher in Ländern mit keiner Haftung, was ja vom Bauchgefühl her Sinn macht. Wobei der geschätzte Effekt sehr, sehr klein ist. Ne? Also das habe ich jetzt überdeckt. Aber hier sehen wir es. Der marginale Effekt in eckigen Klammern ist so klein geschätzt, dass es eben im Zweistelligen gar nicht mehr auftaucht. Ne? Das heißt, wir haben zwar positiv signifikant geschätzt, aber der Effekt ist nicht bedeutsam. Okay, das heißt, man kann ihn eigentlich auch vernachlässigen. Und hier haben wir keine signifikanten Effekte, was die Inzidenz des betrunkenen Autofahren angeht. Dann haben wir noch den Dummy für die Comparative Negligence, also das Verschulden mit proportional mit Verschulden. Und da sehen wir eine höhere Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu Ländern mit Contributory Negligence, eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich zu besaufen und auch eine höhere Anzahl der Inzidenzen, aber gleichzeitig eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, danach noch Auto zu fahren. Okay, das ist eigentlich ein sehr interessantes Ergebnis. Denn das ist ja eigentlich das Wichtige. Oder das ist ja im Hinblick auf Straßenverkehr eigentlich das Wichtige, würde man meinen. Ne? Das heißt, in Ländern mit Comparative Negligence trinken die Leute mehr und trinken auch häufiger viel auf einmal. Aber sie fahren danach seltener noch, was ja eigentlich gut sein sollte für den Straßenverkehr. Wobei, wenn ich es mir so recht überlege, gibt es auch Evidenz, das habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, vielleicht arbeite ich das nächste Woche noch ein, es gibt auch Evidenz dafür, dass Betrunkensein also betrunken Fußgänger sein, also betrunken nicht Autofahren, betrunken als Fußgänger unterwegs zu sein, ist viel gefährlicher für das Leben als Auto zu fahren. Vielleicht finde ich das noch, das habe ich noch im Hinterkopf aus einem Podcast. Hier haben Sie auf jeden Fall mal gesehen, wie man, das ist eigentlich so das Grundmuster, ne, für fast alle Studien, die irgendwelche rechtlichen Unterschiede zwischen US-Bundesländern sich anschauen. Ne? Entweder haben Umfragedaten und werden dann so Dummies eingeführt oder Variablen, die auf Bundeslandebene variieren, oder es werden überhaupt nur aggregierte Zahlen angeschaut auf Bundeslandebene, und dann, um zu sehen, wie sich die Effekte auf Bundeslandebene unterscheiden. Ne? Und weil eben die USA so stark föderal geprägt sind, mit auch stark unterschiedlichen Gesetzeslagen in einzelnen Bundesstaaten, haben wir eine relativ viel Variation und können eben versuchen, von den rechtlichen Unterschieden auf Unterschiede in den Outcomes
Rückschlüsse zu ziehen. So, ich würde sagen, das war's für heute. Wie immer möchte ich Sie an der Stelle noch darauf hinweisen, nicht einfach nur die Vorlesung zu konsumieren, sondern immer wieder zu pausieren. Halten Sie mich an, wenn Sie was nicht verstanden haben, spulen Sie mich zurück, schlagen Sie Sachen nach, gucken Sie am besten zusammen mit Ihren Kommilitonen und diskutieren Sie sofort, wenn Ihnen was nicht klar ist. Genau, denn nur wenn Sie die Vorlesung intelligent quasi konsumieren, nur dann ist dieses Format für Sie auch vorteilhaft im Durchschnitt. Ansonsten eher nicht. Und wie immer, wenn Ihnen irgendwas nicht klar ist, wenn Sie etwas absolut nicht verstehen, stellen Sie die Fragen sofort im Moodle-Forum und ich werde mich darum kümmern, das zu beantworten.